Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 6. Juni. Gut, wir beginnen am heutigen Dienstag zunächst mit dem Tageschart. Wir konnten hier die Aufwärtsdynamik vom Freitag nur noch kurz fortsetzen am Vortag und konnten im Tageshoch bis 16.114 Punkte ansteigen. Danach ging es abwärts, wir sind damit in einer sehr bärischen Tageskerze hier aus dem Handel gegangen bei 15.963 Punkten. Notieren vorbörslich am heutigen Dienstag im Bereich von 15.920 Punkten, sind damit wieder etwas tiefer im Vergleich zum Vortag unterwegs und notieren damit aber weiterhin hier über der Unterstützung, dem ehemaligen Widerstand um 15.900 Punkte sowie im Bereich um den 10er EMA bei aktuell 15.930 Punkten ungefähr. Sollten wir diesen Bereich hier verteidigen können, sollte es also hier nur einen Retest geben nach dem Hochlauf, wäre dies ein bullisches Signal. Das bedeutet, wir würden dann hier nur kurz zurückkommen und dann hier im Bereich um 15.900 Punkte wieder nach oben abprallen und die Aufwärtsbewegung dann weiter fortsetzen. Brechen wir hier nach unten durch, dann könnten wir möglicherweise Kurs nehmen auf das noch offene Gap hier im Bereich von 15.860 Punkten. Darunter wäre dann die nächste Anlaufmarke der 50er EMA bei aktuell 15.770 Punkten. Gut, und wir kommen dann zu den Markierungslinien vom Vortag. Die haben sich auch zum heutigen Dienstag nicht geändert. Da lag der Long-Bereich zwischen 15.800 und 15.850 Punkte hier etwas über dem 50er EMA sowie im Bereich hier um das noch offene Gap. Und der Short-Bereich dann zwischen 16.100 und 16.150 Punkte. Im Tageshoch lagen wir knapp im Short-Bereich bei 16.114 Punkte. Danach ging es wieder abwärts und wir sind dann hier mit dieser bärischen Tageskerze direkt am 10er EMA aus dem Handel gegangen. Für den heutigen Dienstag bleiben beide Bereiche, der Long- und Short-Bereich, unverändert, also weiterhin dann für Long zwischen 15.800 und 15.850 und für Short zwischen 16.100 und 16.150 Punkte. Gut, und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Dienstag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Mittwoch mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading.